Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans der Rennbahn Hoppegarten, ich freue mich, Sie auch heute wieder online zu unserer Pressekonferenz für den Renntag an Pfingstsonntag auf der Rennbahn Hoppegarten begrüßen zu können. An meiner Seite, wie gewohnt, unser Inhaber Gerhard Schöning. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben ein kleines Programm wieder für Sie vorbereitet. Wir starten mit einem kleinen Rückblick auf den ersten Renntag ohne Zuschauer in Hoppegarten. Ein historisches Ereignis in der 152-jährigen Geschichte der Rennbahn. Deshalb lohnt sich hier sicherlich auch mal ein kurzer Blick zurück. Dann gehen wir aber auch recht zügig über in das sportliche Geschehen am kommenden Pfingstsonntag. Freuen uns da sehr, dass Henk Grewe, der Trainer aus Köln, mit zwei Startern im Hauptfeld zugeschaltet sein wird. Und last but not least wollen wir noch mal ein bisschen den Ausblick wagen. Was ist denn am Sonntag hier sonst so geboten, beziehungsweise auf was müssen wir aufgrund der Corona-Pandemie wieder achten? Gib die Frage direkt mal an Sie, Herr Schöning. Erster Renntag ohne Zuschauer in der historischen Geschichte. Wie war's? Wie haben Sie es wahrgenommen? Wie fällt Ihr Fazit vom ersten Renntag aus? Naja, also erstmal fand ich, dass Sie und das Team das sehr gut gehandelt hatten, war sehr gut vorbereitet. Man muss sagen, wir hatten auch sehr kooperative Behörden hier. Der Amtsarzt hat sich das alles genau angeguckt, auch konstruktive Hinweise gegeben. War auch in einigen Sachen sehr streng, zum Beispiel dieses Thema keine Verpflegung. Das war nicht, weil wir das nicht wollten. Der hat strikt gesagt, dabei bleibt's, und genau das Gleiche hat er nochmal wiederholt, leider jetzt auch für den zweiten Renntag am Sonntag. Naja, und bei mir persönlich erstmal war man halt interessiert, besorgt, funktioniert das alles? Und die Aktiven waren eigentlich alle super diszipliniert. Dann war so das zweite Gefühl, gutes Wetter, Geläuf wurde sehr gelobt und es gibt wieder Rennen. Ja, und das war einmal sehr, sehr spannend. Ja, und dann haben wir auch mal immer so in die Übertragung geguckt, also diese neue Produktion, und die war auch toll, also wie Thorsten Kassel das gemacht hat, hohe Bewunderung, die waren bei uns 4 Tage hintereinander. Ja, und dann muss ich aber zugeben, dann wurde es irgendwie nach dem Hauptrennen so ein bisschen langweilig. Und was fehlte? Es fehlten natürlich die Menschen, es fehlten die Besitzer, es fehlten die Fans und es fehlte einfach so das zwanglose Gespräch, der Austausch. Und dann dachte ich, Mensch, eigentlich haben es die Leute, die das jetzt zu Hause gucken, mit den spannenden Moderationen doch viel besser. Und okay, ich muss sagen, medial war der Renntag ein Riesenerfolg. Sie wissen fast alle, wir waren jetzt an den letzten 3 Wochen immer in der Sportschau. Hoppegarten hatte 5 Minuten in der Sportschau bekommen. Das waren über 2 Millionen Zuschauer national. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Dann waren wir auch im Morgenmagazin und hier in den regionalen Nachrichtenprogrammen in Berlin und Brandenburg. Das waren nochmal fast 1 Million Zuschauer. Also ein toller Erfolg für den Sport. Und geschäftlich, wir hatten einen sehr, sehr guten Umsatz in 12 Rennen, fast 450.000 Euro. Wir hatten hier aus dem Inland den zweithöchsten Umsatz nach Baden-Baden. Das fand ich beachtlich. Und insgesamt muss man sagen, an den ganzen Renntagen bisher haben wir 16% der guten Umsätze aus dem Ausland. Und da ist auch diese Produktion sehr hilfreich. Wir haben jetzt tolle Bilder, wir haben eine gute Moderation und sind dadurch auch für Amerika, für viele andere Länder marktfähig geworden. Und deshalb ist diese Produktion ein super wichtiger Schritt für den ganzen Sport. Super. Ja, und vielleicht, das kann man vielleicht mal kurz einblenden, was mich persönlich ja sehr freut, sind so diese persönlichen Kommentare, die E-Mails, die Facebook-Kommentare, ja, die man bekommt. Ja. Ja. Und wir haben da was ganz Besonderes hier von unserem Bürgermeister aus Hoppegarten, Sven Siebert. Also das hat uns wirklich sehr gefreut. Herr Siebert, wahrscheinlich schauen Sie sogar zu. Also vielen herzlichen Dank für die sehr positive Rückmeldung. Ich zitiere mal kurz, was für eine Übertragung, professionell, abwechslungsreich, da kann kein Fußball-Champions-League-Abend mithalten. Also so vermessen wollen wir fast gar nicht sein. Ja? Ich glaube trotzdem, also die sehr positiven Rückmeldungen, auch jede kleine E-Mail, jeder kleine Kommentar, also da von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank dafür, weil das ist natürlich auch für die ganze Mühe, die wir gemacht haben, am Ende so ein bisschen der Lohn,
wie Herr Schöning sagt, es fehlt so ein bisschen der Zuspruch hier vor Ort. Das ist sonst immer das, was uns so erfreut. Michael Wohlig braucht das. Ja, das ist wirklich das, was uns sonst immer so erfreut bei der harten Arbeit. Wenn wir sehen, dass hier Tausende von Menschen einfach einen schönen Tag verbringen, viel Spaß haben, Wetten mit dabei sind. Und jetzt sind es eben die Kommentare, die uns da so ein bisschen einfach ein gutes Gefühl kriegen. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank an Sie alle und machen Sie gerne so weiter. Aber auch wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, sind wir dafür natürlich offen. Ja, das vielleicht ganz kurz und schnell der Blick zurück. Schauen wir doch auf Pfingstsonntag. Wir haben das Diana Trial als Höhepunkt von insgesamt 10 Rennen auf der Karte. Vielleicht können wir mal ganz kurz den Langzeitwettmarkt uns anschauen und den mal einblenden. Hier sieht man doch ein sehr, sehr ausgeglichenes Führungspaket, nenne ich es jetzt mal. Mich persönlich hat ein bisschen überrascht, die Winterkönigin ist nicht die direkte Favoritin, sondern nur sozusagen die dritte Favoritin hinter Flamingo Girl und Samrud. Samrud durften wir ja schon am 10. Mai bei uns hier bewundern, wie sie weggegangen ist und hier den Sieg in Hoppegarten geholt hat. Aber vielleicht als Start haben wir einen kleinen Einspieler gezeigt. Ich sag noch mal was zu dem. Der ist sehr schön und kurz und der ist so schnell. Das erste Rennen, was wir sehen, das ist der Sieg von Ocean Fantasy im Preis der Winterkönigin in Baden-Baden. Also das größte Rennen für zweijährige Stuten, die höchst eingeschätzte Stute und klare Rechnungsfavoritin. Die ist dann in diesem Jahr schon einmal in Köln gelaufen, im Gruppe 3 Rennen über 1600 Meter, da war sie nur Vierte. Deshalb führt sie möglicherweise auch nicht den Wettmarkt an, wie wir gerade gehört haben. Das zweite Rennen wird dann der Henkel Stutenpreis in Düsseldorf sein, ein Listenrennen über 1600 Meter. Da sehen wir Flamingo Girl als eigentlich sehr leichte Siegerin, also eine der beiden Favoritinnen zu 3,5:1 im Moment. Und das letzte Rennen ist dann hier aus Hoppegarten. Das war so das letzte Trial für das Diana Trial, gleiche Renndistanz 2000 Meter und die ersten drei sind alle im großen Rennen dabei. Die Siegerin in dem Rennen war Samrud. Das ist also die Co-Favoritin, auch 3,5 im Moment. Zweite war California Queen und dritte war Memphis. Das ist die letzte Außenseiterin hier, trainiert vor Ort von Roland Dschuwasch. Genau. Vielleicht bevor wir ins Video gehen, können wir noch mal zu den drei Trainern was sagen. Henk Greve können wir aussparen, den haben wir ja gleich im Interview oder im direkten Gespräch. Ja. Aber ich glaube auch Frau Steinberg aus München oder Herr Cavallo bereiten ihre Pferde gerade zum Saisonstart extrem gut vor. Ja genau, also Frau Steinberg war schon lange nicht mehr in Hoppegarten. Und das hat uns auch sehr gefreut. Sie hat gesagt, Geläuf absolut top und sie wäre echt begeistert. Da hat sie uns in der Vergangenheit mal kritisiert. Sie ist in der Topform. Sie alle wissen ja, sie hat am letzten Sonntag in Baden-Baden das Hauptrennen, den Konimus-Preis der Wirtschaft gewonnen und trainiert für den Stall Salzburg tolle Pferde und hat mit Sicherheit eine gute Chance. Ja, Herr Cavallo, ich weiß gar nicht, hat das Rennen schon mehrfach gewonnen. Ja. Haben Sie das in Erinnerung? Wie oft kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall immer eine gute Form, gute Frühform. Ja, ist auch eigentlich großer Hoppegarten-Fan, der gerne hier hinkommt mit guten Pferden. Für ihn ist ja jetzt eine ganz entscheidende Saison. Er ist nicht mehr Privattrainer für die große Anlage vom Gestüt Schlenderhahn, sondern ist mit Schlenderhahnern und vielen anderen neuen Kunden jetzt Public Trainer in Mülheim an der Ruhr. Und er ist einer, den wir alle sehr mögen und den wir einen tollen Neustart hier für seine Karriere wünschen. Und natürlich spannend, die Winterkönigin von ihm, ich komme jetzt mit den Namen immer noch durcheinander. Ocean Fantasy. Genau, Ocean Fantasy. hat halt im Grupperennen aus Köln einen Start im Bauch, über 1600 Meter, vielleicht etwas kurz und ist klare Rechnungsfavoritin. Also die hat auch eine Top-Chance. Prima, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Bilder kurz an. Wir haben einen einmütigen Einspieler vorbereitet. Viel Spaß mit den Bildern. Das Hoppegartener Diana Trial ist eine der wichtigsten Vorprüfungen für das Stutenderby. Gestüt Hönihofs Ocean Fantasy ist bereits Gruppesiegerin. Die Make-Believe-Tochter aus dem Mülheimer Quartier von Trainer Jean-Pierre Cavallo siegte im vergangenen Jahr im Preis der Winterkönigin, dem wichtigsten deutschen Rennen für zweijährige Stuten.
Flamingo Girl geht als frische Listensiegerin ins Rennen. Über die Winterpause hat sich die Soldier Hollow Tochter aus dem Stall von Hingreve stark gesteigert. Aber das muss noch nicht alles gewesen sein. Außen aber Flamingo Girl im Vorteil, Flamingo Girl am Ende sicher vor. Sarah Steinberg schickt Samrud ins Rennen. Die Trainerin aus München hat ihre Pferde gut in Form. Und auch Samrud siegte bei ihrem Saisondebüt mit 2,5 Längen. Samrud zieht hier frisch und locker und flockig davon. Samrud ist der Sieger. Samrud schlägt California Queen. Ja, tolle Bilder. Wir haben über Frau Steinberg und Herrn Cavallo schon gesprochen und freuen uns jetzt sehr, dass, wenn die Technik mitspielt, uns Henk Greve aus Köln zugestaltet ist. Hallo, Herr Greve. Kurz Moment, wir wählen. Ja, also, Sie sehen, das ist live. vielleicht würde ich das Wort einfach nochmal an Herrn Schöning geben. Wir hören ja gleich, wenn Herr Greve sozusagen ans Telefon geht. Sie sagen vielleicht nochmal was zu den Pferden. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich dachte dann gestern, Mensch, morgen geht's ja mit Herrn Greve. Und der hat immer so eine zackige Frisur. Da dachte ich, habe ich dann noch schnell einen Friseurtermin gekriegt. Da kam dann erstmal so ein Kilo runter von den letzten 3 Monaten. Also mich würde einfach mal bei Henk Greve total interessieren. Erstmal Corona und Trainer. Was bedeutet das nicht? Was sind da so die wirklichen Challenges, die er hat? Hat es auch irgendwelche gute Aspekte? Dann hatte er ja hier einen großen Auftritt in Hoppegarten am 10. Mai. Da war der Galoppe des Jahres am Start. Hat hier seine Aufgabe ordentlich gemacht und er hat ja Top-3-Jährige. Wie ist er aus dem Rennen gekommen, vergleicht sich mit den anderen. Und er hat eben 2 Starter hier im Rennen, die beide eigentlich eine sehr gute bis gute Chance haben. Wie steht Henk Greve dazu? Absolut. Und vielleicht können Sie noch was sagen. Es gibt ja da ein neues, man sagt schon ein Top-Duo mit Andra Starke zusammen. Ich schau mal gerade, ich glaube, jetzt klingelt es bei uns. Sounds good. Herr Greve, können Sie uns hören? Jetzt klappt es, ja. Ja, prima. Vielen Dank. Hallo, Herr Greve. Michael Wrulich und an meiner Seite sitzt Gerhard Schöning. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich kurz die Zeit genommen haben. Wir hatten gerade eben schon das Vergnügen, einmal auf das Teilnehmerfeld für das Diana Trial am Sonntag zu schauen. Und ich würde einfach das Wort mal an Herrn Schöning geben, der hat ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Hallo Herr Greve, erstmal ganz allgemein, wir haben jetzt viele Zuschauer hier bei der Live-PK. Erzählen Sie uns doch mal ein paar Sätze zu Corona und Trainer sein. Was sind da denn da so die Herausforderungen? Was ist echt schwierig und schlecht oder gibt's auch gute Seiten? Das Schwierige war einfach in der Corona-Zeit, dass wir eigentlich gar nicht wussten, wie es weitergeht und was so passiert. Viele Besitzer sind ein bisschen nervös geworden in der Zeit. Aber ich glaube, wir haben gerade meinen Status ganz gut überstanden und jetzt geht es ja endlich vorwärts. Und wir sind froh, dass viele Rennbahnen auch so positiv reagiert haben und auch die Leute das alles so gut aufgenommen haben und wir da jetzt endlich Rennen haben. Ja, sehen wir genauso und als Rennverein haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Jetzt sagen Sie mal... Hören Sie ganz schlecht. Sollen wir Plätze tauschen oder... Nee. Ich übersetze ein bisschen. Ja. Jetzt nochmal? Ja, ist jetzt besser, Herr Greve? Jetzt so was, ich mache mal eben meine Knöpfe in Ordnung, jetzt dann. Sonst sagen Sie mir die Frage, ich gebe es ja gerne weiter. Ja, einfach Frage nach dem letzten Renntag, Rubaiyat, wie ist er aus dem Rennen gekommen? Ja. Geht's jetzt besser, Herr? Herr Greve? Ja, jetzt. Ja, okay. Also die Frage von Herrn Schöning war nochmal natürlich nach Ihrem Sieg hier mit Rubaiyat.
Vielleicht nochmal kurze Einschätzung, wie ist das Rennen für Rubaiyat hier gelaufen? Wie war Ihr Auftritt in Hoppegarten und wie ist das Pferd aus dem Rennen rausgekommen? Ich war schön, dass er gewonnen hat, war der 5. Sieg in Folge jetzt. Es war ein schönes Rennen, es war gut gelaufen. Rubaiyat war ein Tick früh vorne, also in Front. Aber ich glaube, er hat den Start so noch gebraucht das Jahr. Sieht jetzt nach dem Start noch besser aus vom Fell her und hat ein bisschen aufgepackt. Und nee, wir sind auch laut dem Montag hier in den Guinness und wir sind sehr optimistisch. Super. Ja, dann, Herr Greve, kommen wir zum Diana Trial. Sie haben zwei Pferde im Rennen. Einmal Flamingo Girl ist eine der beiden Co-Favoriten. Wir haben auch gerade schon den Film von Ihrem letzten Sieg in Düsseldorf gesehen, im Listenrennen. Und dann California Queen, die kennen wir hier aus Hoppegarten, war Zweite in einem Stutenrennen über die gleiche Distanz. Wie schätzen Sie die beiden Stuten ein? Okay, also Flamingo Girl hat in Düsseldorf natürlich toll gewonnen. Sah sehr gut aus, obwohl es nur 16 Meter war, hat sie es toll gelöst. Sie ist eine richtige Steherin. Und wir sind da schon sehr optimistisch für Sonntag. Wir hoffen, dass es ein bisschen Tempo gibt im Rennen, das wäre dann gut für sie. Und bei California Queen wäre es natürlich ein bisschen Regen gut. Die Familie braucht alles schon ein bisschen weicheren Boden. Und das erste Laufen war gut im Jahr, ist nur von Samut geschlagen worden. Damals hatten wir 1,5 Kilo mehr. Und wir können auch richtig optimistisch mit beiden Stuten ins Rennen gehen. Ja, wir wollten eigentlich auch noch Herrn Cavallo dazu schalten, hat aber leider nicht geklappt. Warum glauben Sie denn, steht die Winterfavoritin leicht hinter den Favoritinnen in dem Rennen? Einfach von der Siegquote. Wie beurteilen Sie deren Kölner Laufen über 1600 Meter? Hat sie ganz schlecht verstanden wieder? Ja, also es geht nochmal um den Langzeitwettmarkt, den haben wir uns angeschaut. Und wir haben ja mit der Winterkönigin Ocean Fantasy von Herrn Cavallo auch eine absolute Top-Stute im Rennen. Ja? Aber einfach nochmal die Frage, warum steht die Winterkönigin sozusagen hinter Flamingo Girl und Samrut nur auf Platz 3? Und wie bewerten Sie die anderen Stuten im Rennen? Ich war wieder schlecht verbindet, tut mir leid. Ja. Einfach nur bitte. Ja, kein Problem. Einfach nur die Frage, wie sehen Sie die Winterkönigin, ja? Ocean Fantasy, die auch im Rennen startet? Okay. Ocean Fantasy liegt in Köln, glaube ich, kein schlechtes Rennen. Die Distanz geht 400 Meter weiter als in Köln, wird ihr entgegenkommen. Und einzig, ich glaube, dass sie doch ein bisschen auf weichen Boden angewiesen ist und, glaube ich, erst nur auf weichen Boden ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen kann. Ich glaube, dass wir Sonntag keinen weichen Boden erwarten dürfen können. Und deswegen sehe ich sie so ein bisschen an dritter, vierter Stelle. Ja, also zum Boden. Ich war gestern auf der Bahn, der ist 4-0. Der ist also schön elastisch. Wir haben auch keine trockenen Stellen. Es ist ein sehr gleichmäßiger Boden. Wir werden auch noch bis einen Tag vorher bewässern. Aber ja, wir haben Wind, es ist nicht heiß. Aber also der Boden wird sich nicht ändern und auch nicht in Richtung weich. Aber es ist ein gutes, elastisches Geläuf. Ja, Herr Greve, sonst haben Sie im Rahmenprogramm noch einen spannenden Starter, zu dem Sie uns ein, zwei Sätze sagen können? Es ging jetzt nochmal, Herr Greve, um Ihren weiteren Starter. Im Rahmenprogramm? Ja. Nee, die Frage, ob Herr Greve im Rahmenprogramm in den anderen Rennen noch... Ob Sie zu dem Starter im Rahmenprogramm noch einen Satz verlieren können? Ja, wir haben noch Oriental Dream im Rahmenprogramm, in 3 Sieglosen über 2000 Meter. Er lief in Hannover ganz gut, hat einen sehr unglücklichen Rennverlauf. Ich denke, dass er es korrigieren kann, dass er die Form korrigieren kann und dass wir da im Hinterkopf wieder sein müssen. Ich glaube, das andere Pferd von Augenfälle im Rennen, Landbaron von der Dubasch, ist das zu schlagende Pferd. Und ich denke, das Rennen wird zwischen den beiden ausgetragen. Und dann haben wir noch Numerium im Ausland 2. Der lief letztes Mal sehr stark, mit Nase verloren und ich hoffe, dass er diesmal den Sieg schafft. Super.
Herr Grebe, dann vielen herzlichen Dank für die kurze Zeit. Wir freuen uns sehr, Sie am Sonntag okay. in Hoppegarten begrüßen zu können. Bis dahin Hals und Bein und alles Gute. Okay, danke. Danke, tschüss. Bis dann. Ja, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie gut die Trainer und Reiter eben nicht nur ihre eigenen Pferde kennen, sondern auch die Konkurrenz. Ja, absolut. Prima. Vielleicht, um das Thema Sonntag nochmal abzuschließen. Rahmenprogramm ist kurz gefallen. Vielleicht können Sie mal sagen, Diana Trial, absolutes Highlight am Sonntag. Ja. Was steht sonst auf der Karte? Ja, wir haben noch ein Rennen mit Viererwette. Unsere Fans kennen das. Da muss man die ersten vier in richtige Reihenfolge vorhersagen. Das ist schwierig, aber möglich. Und wenn Sie gewinnen, werden 10.000 Euro mindestens ausgezahlt. Das ist oft nur einer, manchmal auch keiner. Dann gibt es einen Jackpot und ganz gelegentlich haben es auch mal 2 oder 10, dann wird geteilt. Aber das ist eigentlich ein Rennen schwierig, aber sehr, sehr gute Quoten. Und ansonsten haben wir eigentlich vernünftige Felder, sind nicht mehr ganz so groß wie bei den ganzen Renntagen zu Beginn der Saison. Da gab es halt einen riesen Nachholbedarf, aber sind absolut in Ordnung. Genau, damit Sie so eine grobe Einschätzung haben, also die Viererwette haben wir im vierten Rennen um 15 Uhr. Das Diana Trial oder das Gestüt Röttgen Diana Trial wird gestartet um 15.30 Uhr, also direkt danach als fünftes Rennen. Und der vorhin schon mal angesprochene Ausgleich 2 wird gestartet um 17 Uhr. Insgesamt 10 Rennen auf der Karte. Also da, glaube ich, sind wir gut vorbereitet für den Sonntag. Von meiner Seite vielleicht auch da wieder der Hinweis, wie schon vor 2,5 Wochen. Leider, müssen wir auch am kommenden Sonntag, am Pfingstsonntag hier in Hoppegarten auf Zuschauer, Besitzer, Züchter etc. verzichten. Wir haben ja lange mit dem zuständigen Gesundheitsamt gerungen, versucht da alles möglich zu machen, aber das Commitment war jetzt am Ende, gerade aufgrund der neuen Fälle, die ja doch in den ein oder anderen Bundesländern aufgetreten sind, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen den 31. Mai nochmal durch und schauen danach, wie es quasi dann weitergeht. Aber das Sicherheits- und Hygienekonzept, so wie es sich am 10. Mai hier in Hoppegarten bewiesen hat, wird also auch am Pfingstsonntag hier komplett durchgezogen. Heißt, wir haben wieder nur knapp 230 Aktive auf der Anlage. Und werden da wieder strenge Sicherheitsmaßnahmen hier in Hoppegarten haben. Mein Dank geht nochmal an unsere Partner und Unterstützer raus, die auch hier am zweiten Renntag uns wieder unterstützt haben. Auch da werden wir wieder eine Summe an die Besitzer entsprechend ausschütten, damit jedem etwas geholfen ist. Und dann würde ich schon mal zu den Fragen übergehen, Herr Schöning. Ja. Es haben uns 3 Fragen erreicht. Ich fange mal mit der ersten Frage an, eingereicht von Erik Mende. Was ist mit dem Großen Preis von Berlin und mit dem Oleander-Rennen? Können diese Rennen eventuell im Herbst nachgeholt werden? Ja, das ist auf jeden Fall unsere Absicht. Unsere Fans wissen, Deutscher Galopp hat die Renntermine jetzt veröffentlicht bis Ende August. Was da noch fehlt, ist die große Woche in Baden-Baden. Die soll Beginn September starten. Und das bedeutet, der Große Preis von Berlin ist in der Terminaufstellung nicht drin. Er hat seinen traditionellen Termin, hätte er in diesem Jahr am 9. August. An dem Renntag werden wir aber nur ein Listenrennen machen. Und der Gedanke im Moment ist, dass wir den Großen Preis von Berlin im Oktober nachholen. Ich glaube, 18. Oktober ist das Datum. Und da haben wir also einen guten Abstand zu Baden-Baden und wahrscheinlich auch zum Preis von Europa. Allgemein ist die Einschätzung im Moment, dass einige größere Rennen also vielleicht nach hinten rutschen. Die Saison rutscht leicht nach hinten. Wir würden uns sehr freuen, wenn das an so einem Termin klappen könnte und natürlich besonders, wenn auch wieder viele Besucher auf die Bahn können. Es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Wir haben dann auch eine bessere finanzielle Situation, weil sie uns helfen mit ihren Eintrittsgeldern, mit ihren Wetten auf der Bahn, mit Gastronomie. Und es ist natürlich ganz wichtig für die Sponsoren. Das Gleiche gilt auch für das Oleander-Rennen. Da haben wir lange mit Lou Comer, dem Sponsor, schon vor mehreren Monaten gesprochen. Und wir haben eigentlich gemeinsam entschieden, für ihn ist ganz wichtig, dass er da eine Kundenveranstaltung hat, seine Freunde aus Irland einlädt. Das war alles nicht darzustellen. Ihm und uns ist auch ganz wichtig eine internationale Besetzung dieses Rennens. Das könnten wir im Moment auch nicht garantieren. Wir wissen ja alle,
Wir haben jetzt eine neue Regelung ab, also bis 31. Mai, das ist der Hoppegartner Renntag, überhaupt keine Ausländer. Dann haben wir eine Zwischenstufe bis Mitte Juni, wo Pferde aus Frankreich, Irland und England nicht in Deutschland laufen dürfen, weil auch diese Länder keine deutschen Pferde zulassen. Und danach müssen wir mal weiter sehen und ich fände es sehr wichtig, dass wir da wieder langfristig, ja oder also möglichst schnell zu normalen Verhältnissen kommen. Also wir hoffen, die Rennen später nachzuholen, hoffentlich auch mit vielen von Ihnen, aber wir wissen alle, die Situation ist im Fluss und das ist der Plan, ob er aufgehen wird. Wir werden sehen. Genau. Und sobald wir da natürlich Näheres wissen, werden wir Sie auf unserer Webseite oder über unsere Social-Media-Kanäle natürlich auch informieren, schnellstmöglich, dass da für alle eine entsprechende Planung möglich ist. Ja, Herr Pfaff hat da auch nochmal die Frage nach dem Geläuf eingereicht. Dafür vielen Dank. Ich glaube, es ist schon ein bisschen was gesagt worden. Ja. Wir werden wahrscheinlich auf einer 4.0 rauskommen. Wir haben wirklich sehr viele Bemühungen angestellt in den letzten Wochen und Monaten, um das Geläuf hier auf beste Qualität zu bekommen, sind mit unseren Arbeiten auch noch lange nicht am Ende. Aber es ist auch beim letzten Renntag sehr, sehr positiv gelobt worden. Ja. Also ich glaube, da haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und auch für den Sonntag, trotz der anhaltenden Trockenheit teilweise hier in der Umgebung, erwarten wir eine 4.0, kann man eigentlich sagen. Ja, aber wir hatten Glück. Also wir hatten ordentlich Regen am letzten Wochenende. Und also so Naturregen, so ein paar Liter, da gibt es halt nichts Besseres. Genau. Ja, dann habe ich schon fast die letzte Frage. Ich schaue mal rüber zu unseren Kollegen, ob noch was reingekommen ist. Nee, dann gehe ich aber hier zur letzten Frage. Herr Pfaff fragt nochmal, wie kann man die Rennbahn Hoppegarten unterstützen, außer natürlich wetten? Wetten ist nochmal das große Thema. Herr Schöning hat es vorhin gesagt, Hoppegarten at Home am 10. Mai wirklich sehr, sehr positiv gestartet. Auch da muss ich noch was zu erzählen. Ich habe jetzt gestern gelesen, Royal Ascot wird ja das das königliche Meeting Royal Ascot auch ohne Zuschauer machen. Und die haben jetzt dann alle kommuniziert, dass sie ihr Produkt nennen Royal Ascot at Home. Und, hätten also, wir fast ein Patent anmelden müssen. Nee, genau. Da, ja. Ja, gut, ja. Also Hoppegarten at Home, finde ich, klingt fast noch ein bisschen schöner als Royal Ascot at Home. Ja genau, das müsste eigentlich heißen Royal Ascot at Rome. Ne? Genau. Dann passt es wieder. Ja. Hoppegarten at Home, Pfingstsonntag, 13.10 Uhr geht es los mit dem Livestream. Der ein oder andere hat schon reingeschaltet. Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich viele weitere, auch Neueinsteiger, nochmal finden, Interessierte. Es wird wirklich unglaublich viel geboten. Man braucht keine Berührungsängste zu haben. Wir versuchen, die Leute wirklich an der Basis mitzunehmen mit Wetttipps. Zu jedem Rennen gibt es nochmal eine Einschätzung von Experten, welches Pferd eventuell vorne mit dabei sein wird, auf welches Pferd man achten soll, welches Pferd man eventuell wetten kann. Also fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Sonntag 13.10 Uhr geht es los mit dem Livestream. Der erste Start wird dann entsprechend um 13.30 Uhr erfolgen. Nehmen noch die Frage von Robert Pfaff schnell mit rein. Wie kann ich die Rennbahn Hoppegarten unterstützen, ohne außerhalb des Wettens? Wie gesagt, Wetten ist ein großes Thema, damit helfen Sie uns schon sehr. Wir haben aber auf unserer Landingpage unter hoppegarten.com auch die Möglichkeit, ein Unterstützerticket oder eine Art Spende dort zu hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn der ein oder andere davon Gebrauch macht und hier die Rennbahn Hoppegarten unterstützt. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir einen guten Renntag kriegen, dass Sie am Sonntag dabei sind. Aber noch mehr, dass wir uns bald möglichst alle hier gesund vor Ort wiedersehen können. Auch von meiner Seite vielen Dank und bis Pfingstsonntag im Livestream.